Hallo, liebe Freunde und Freundinnen, ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und heute schreiben wir einen neuen Brief über das Auto. Sie möchten Ihr altes Auto verkaufen. Sie fragen einen Bekannten, Herrn Yildirim, ob er Interesse hat oder ob er jemanden kennt, der ein gebrauchtes Auto kaufen möchte. Sie schreiben ihm eine E-Mail. Vier Punkte dazu: Grund für den Verkauf, Preis, beschreiben Sie das Auto und was Sie von Herrn Yildirim möchten. Wir beginnen mit der Anrede. Wir haben einen Namen hier: Herrn Yildirim. Das Wort Herr schreiben wir ohne N. Das Wort Herr hat eine schwierige Grammatik und bekommt im Akkusativ und Dativ ein N am Ende, im Nominativ aber nicht. Deshalb haben wir in der Aufgabe Herrn, weil das Akkusativ ist, und in der Anrede schreiben wir Herr, weil das Nominativ ist. Warum schreiben wir sehr geehrter? In der Aufgabe steht er schon in dieser Höflichkeitsform Herr Yildirim. Deshalb finde ich besser, wenn wir sehr geehrter Herr Yildirim schreiben. Bevor ich meine Bitte schreibe, frage ich, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Ich finde das höflich. Weiter können wir diesen ersten Satz von der Aufgabe nehmen. Sie, das bin ich. Ihr, das ist mein. Ich schreibe Ihnen, weil ich mein altes Auto verkaufen möchte. Das ist ein Nebensatz mit weil. Deshalb schreibe ich beide Verben am Ende, verkaufen möchte. Okay? Unser erster Punkt: Grund für den Verkauf. Da braucht man eine Idee. Warum verkauft man ein Auto? Zum Beispiel, ich habe ein drittes Kind bekommen und ich brauche ein großes Auto. Mein Auto ist zu klein. Das wäre ein guter Grund. Wenn dass mein Bekannter ist, dann sollte dieser Mann, Herr Yildirim, wissen, dass ich ein drittes Kind bekommen habe. Dann schreiben wir einen guten Satz: Sie wissen ja. Sie wissen ja, dass ich ein drittes Kind bekommen habe. Der Satz mit das ist ein Nebensatz. Bekommen habe, das Perfekt vom Verb bekommen. Beide Verben stehen am Ende. Deshalb ist mein Auto zu klein für uns geworden. Der Satz mit deshalb ist auch sehr gut für den Brief B1. Ist geworden. Das ist das Perfekt von werden. Das Verb werden ist sehr schwierig. Wenn wir das Verb richtig benutzen, bekommen wir gute Punkte. Ist geworden. Gut, ich brauche ein großes Auto. Das ist mein Wunsch. Und für den Wunsch können wir die Grammatik Konjunktiv benutzen. Ich würde gern ein größeres Auto kaufen. Dann kommen noch ein paar Punkte für unsere gute Grammatik dazu. Größeres, das ist die Grammatik Steigerungsstufen der Adjektive. Groß, größer, am größten. Komparativ, ein größeres Auto kaufen, ist auch sehr gut. Okay, den Grund für unseren Verkauf haben wir erklärt. Der zweite Punkt ist Preis. Also, das ist ein altes Auto.
Das bedeutet, ich kann nicht viel Geld verlangen. Ich glaube, 800 Euro ist ein guter Preis. Wir können diesen Satz auch mit das schreiben. Ich glaube, dass 800 Euro ein guter Preis für mein altes Auto ist. Dann steht ist am Ende, weil das ein Nebensatz ist. Aber so ist auch gut. Wir haben zweimal Satz mit das geschrieben. Hier einmal und einmal hier. Und jetzt schreiben wir zur Abwechslung mal was anderes ohne das. Gut, der Preis ist klar. Beschreiben Sie das Auto. Ui, das wird schwierig jetzt. Ich kenne mich mit Autos nicht so gut aus. Wie beschreibt man das Auto? Also, man braucht natürlich die Marke. Ich mag die Marke VW. Ich habe schon ein paar Mal einen VW gekauft und ich war zufrieden. VW Polo. Das Baujahr. Das Baujahr von meinem Polo ist zum Beispiel 2004. Kilometerstand bedeutet, wie viele Kilometer ist das Auto schon gefahren. Ich schreibe jetzt 85.000 Kilometer. PS vom Polo weiß ich noch von meinem Auto, das waren 55. Benzin oder Diesel? Ich nehme Benzin. Das Auto fährt mit Benzin. Und ganz wichtiger Punkt ist der TÜV. Der TÜV ist eine technische Untersuchung, die alle 2 Jahre stattfinden muss. Jedes Auto muss alle 2 Jahre kontrolliert werden. Ich schreibe jetzt, das Auto hat den TÜV bis August 2021. Zustand. Zustand bedeutet, ist etwas kaputt? Ist das Auto noch wie neu oder hatte einen Unfall? Hat einen Schaden? Ein kleiner Schaden an der Stoßstange. Sonst alles in Ordnung. Okay. Diese Angaben müssen wir jetzt in schönen Sätzen schreiben. Wir schreiben, mein Auto ist ein VW Polo, Baujahr 2004. Das Auto fährt mit Benzin. Und hat den TÜV bis August 2021. Was haben wir noch? Kilometerstand, PS und Zustand. Hier haben wir sehr viele Wiederholungen vom Wort Auto. Auto, 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 Auto. Oh. Wir schreiben jetzt ein Synonym. Das Fahrzeug. Yes! Das Fahrzeug hat 55 PS, ist 85.000 Kilometer gefahren und ist im guten Zustand. Der VW hat nur einen kleinen Schaden an der Stoßstange. Und jetzt aufpassen bitte, alle Automarken haben den Artikel der. Der VW, der BMW, der Audi, der Mercedes, der Skoda. Aber die Marken der Motorräder sind feminin und haben den Artikel die. Die Honda, die Yamaha und so weiter. Aber Motorrad brauchen wir jetzt nicht, deshalb bleiben wir noch bei den Automarken. Der VW hat nur einen kleinen Schaden an der Stoßstange. Sonst ist alles in Ordnung. Wir haben den letzten Punkt noch, was Sie von Herrn Hilderim möchten. Hier,
Ich möchte ihn fragen, ob er Interesse hat oder ob er jemanden kennt, der ein gebrauchtes Auto kaufen möchte. Wir müssen eine Frage schreiben. Wir können eine direkte Frage oder eine indirekte Frage schreiben. Ich beginne meine indirekte Frage mit dem Satz, ich möchte gern wissen. Und dann kommt die indirekte Frage als Nebensatz. Hier ist zum Beispiel der Nebensatz, ob er Interesse hat oder ob er jemanden kennt, der ein gebrauchtes Auto kaufen möchte. Den kompletten Satz können wir hier benutzen, nur er, ich schreibe sie, ob sie Interesse haben oder ob sie jemanden kennen, der ein gebrauchtes Auto kaufen möchte. Er, schreibe ich sie, hat, schreibe ich haben, nochmal sie kennen. Und so ist unsere indirekte Frage fertig. Wir können aber eine direkte Frage schreiben. Dann fehlt dieser Anfangssatz und ob auch. Dann müssen wir das Verb an erster Stelle haben. So, und groß natürlich. Haben Sie Interesse oder ob ist wieder weg. Kennen Sie jemanden? Kennen kommt an erster Stelle wieder. Haben Sie Interesse oder kennen Sie jemanden, der ein gebrauchtes Auto kaufen möchte? Das ist eine Frage. So, wir haben jetzt schon genug Wörter geschrieben. Wir schreiben jetzt nur noch einen Schlusssatz. Ich warte auf Ihre Antwort. Und zum Schluss noch Vorname und Familienname. Der Brief ist fertig. Hier noch einmal der ganze Text. Bis später. Bleibt gesund.